Hallo und herzlich willkommen zurück Let's Play die Sims 3. Wir haben es gerade 22 Uhr nachts, jetzt bist du im Spiel. Ja, wie spät ist eigentlich in der Wirklichkeit? In der Wirklichkeit ist natürlich wenig früher, ne? Ja, und jetzt schauen wir unseren drei Herren des Hauses erstmal beim Pennen zu. Nur für die, die es vergessen haben oder für die, die neu dazugekommen sind. Daniel Morgenstern, die gefailte Kopie von mir selbst, pennt dort und träumt gerade von einem Schild, auf dem Gemüse drauf ist. Xaver von Rafulk, unser geiler Vampir, schläft hier. Sieht man ja daran, dass er Faust schnarcht statt Zetz. Und er hat scheinbar auch keine Träume, wie es aussieht. Ja, aha. Und Robert, der Kronos, schläft hier. Robert Laurenz schläft hier und träumt vom Backen. Jetzt träumt er von einem neuen Haus. Alles klar. Okay, gut, dann würde ich sagen, ist jetzt irgendwie nicht gerade so spannend. Hier, das ist unser Grundstück, ne? Also, nicht das alles, ne? So, Moment, unser Grundstück ist das karierte hier. Wir haben eine Menge Platz hier und ja. Ja, da es jetzt hier nicht so wirklich fesselnd ist, wie die hier pennen, würde ich sagen, mal ein bisschen schneller und dann... So. Warten wir mal die Nacht durch. Saver. Ja, bis er altert zum Erwachsenen. Braucht es noch fast 500 Tage. Nein, gut, sagen wir mal. Mehr als 400 Tage. Bei uns geht das schneller. 51 Tage braucht der 52 Tage. Naja, da ist Zeit. Werden sie außerdem auch nur zu jungen Erwachsenen, ja. Also, ja. Die beiden sind ja noch Jugendliche. Er hier, Xaver, ist ja schon ein junger Erwachsener. Weil sonst, wir könnten ja nicht in einem Haus wohnen, ne? Nur Jugendliche, das geht ja gerade, das geht ja nicht. Ja. Er schläft hier. Oh Gott, dann Röschenschlaf. Vampire schlafen gern tief und fest, was eine Art Wiedergutmachung für den fehlenden Puls darstellt. Ja. Alles klar, ich weiß jetzt nicht, was so toll an Pennen ist. Also ich habe lieber Puls, als dass ich mal... Also auf jeden Fall. Ja. Gleich wird wieder morgen sein. Gleich geht's wieder los. Ich glaube, dann müssten die hier auch mal langsam, oder? Schule? Ja. Um 9 Uhr geht's zur Schule. Und gleich ist es soweit. Nämlich jetzt. Guten Morgen. So, seine Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Ja, der Schulbus kommt um 8 Uhr, also in 2 Stunden. Alles klar. Halt. Was? Ja, zeig mal her. Wie machen wir ihn denn zu einem Musterschüler? Alle Kinder und Jugendliche mal... um 9 Uhr. Für Teenager bereits um 14 Uhr. Yay! Die Schüler von ihren Häusern bringt sie auch dorthin wieder zurück. Ho ho! In der Schule verstehen. Bla bla bla. Diese Option... Okay, gut. Schulische Leistung, wenn für Hausaufgaben die Note, die der Schüler erhält, richtet sich nach diesen beiden Werten. Blub blub blub. Zu den besten Studenten... Um zu den besten Studenten zu zählen, muss ein Schüler 3 Tage in Folge gute Noten mit nach Hause bringen. Verschlechtern sich seine Leistungen, gehört er nicht mehr zu den besten Studenten. Toll, sag bloß. Schüler, die wiederholt ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, oft schlechte Laune haben oder im schlimmsten Fall gar nicht zur Schule gegangen sind, rutschen merklich ab. Als Konsequenz werden schlechte Schüler einen ganzen Tag lang von negativen Stimmungen geplagt. Oh, tatsächlich. Auch guten Schülern droht nachsitzen, wenn sie im Unterricht einschlafen oder ihre Hausaufgaben abschreiben. Das Nachsitzen findet direkt nach der Schule statt und der Schüler muss danach nach Hause laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Oh, wie schlimm. Es zahlt sich natürlich auch, in der Schule fleißig zu sein, guten schulischen Leistungen erhalten an ihrem Geburtstag bessere Merkmale. Und wenn du Klassenbester bist, darfst du dir vielleicht sogar ein Merkmal aussuchen. Toll! Zudem ist die Schule ein hervorragender Ort, um neue Freunde zu finden.
Kinder können Freunde aus der Schule mit nach Hause bringen oder sie besuchen gehen, mit Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten natürlich. Ja. Okay. Gut, dann. Was? Was sind das? Katzendschungel besuchen? Nö. Gibt's bei dir was Neues? Nö. Gibt's bei dir was Neues? Nö. Gut. Was könnten wir denn mit ihm machen? Wir könnten einen Vampir treffen. Ah nee, das dauert immer so lange. Also vielleicht kannst du doch in den Katzendschungel. So, mit Magie spielen machen wir schon die ganze Zeit eigentlich, aber dafür brauchen wir jetzt erstmal noch einen Zauberstab. Haben wir ja noch Charisma lernen? Ja. Alchemie lernen? Nee, heute nicht. Vampirischen Sonnenschutz bekommen. Ja, das wäre vielleicht eine geile Idee. Logik lernen und einen Kurs in Fähigkeitenlogik. Okay, gut. Was? Er ist Organspender. What the fuck? Moment, was? Gut, also, dann machen wir jetzt erstmal mit ihm was. Aufstehen, sehr gut. Okay, gut. Dann gehst du jetzt einen Snack essen, nämlich... Alter, wie er aussieht, ist ja geil. Ah, gut, du machst Plasma-Orangensaft, so. Ich war schon ein bisschen schneller, das heißt, ich mach Frühstück servieren. Waffeln. Aber nix. Oder? Was? Fuck, für Waffeln braucht man einen Herd. Gut, wir essen. Du isst einen Herbstsalat. Das gleiche gilt für dich, mein Lieber. Restessen, Herbstsalat, auf geht's. So, pack mal deinen Hut wieder auf meiner. Oh, er macht sein Bett. Respekt. Umziehen wäre auch mal eine geile Idee gewesen, ja? Ist aber heute nicht. Umziehen ist out. So, sobald du gefressen hast, leckt's bei mir erstmal. What the fuck? Gut, danach räumst du auf, danach machst du dein Bett. Oh, der fühlt sich schon wieder gejagt. Hallo, nein. Sa, Kawati? Huh? Komm, du sollst dich einfach nur umziehen. Outfit wechseln zu Alltag 1. Alles klar, so. What the fuck? Was ist das? Wer ist das? Das ist der Schulbus! Leck mich! Wäre geil, wenn du dich dafür umziehen würdest. What the fuck, was macht der da? Ach, er fährt zur Arbeit. Was, normaler Betrieb? Nein, wir... Wir treffen erstmal medizinisches Personal, ja. Oh Junge, komm, gib Gummi! Ja, das war jetzt aber ganz knapp gewesen, meiner. Ganz schön knapp. Durchschnittlich anstrengend. Rumgabe, neue Freunde finden. Mit Freunden sprechen. Ich mache erstmal neue Freunde finden, weil wir haben noch keine Freunde. Scheiße, das klingt so scheiße, oder? Er hat noch keine Freunde. Oh mein Gott. Gut, dann fahren wir sie jetzt erstmal hier schön zur Schule. Und ich denke mir mal so, ich denke, also so, ne? Ich denke mir mal, wir werden diesen Part jetzt etwas kürzer gestalten. What the fuck? Grafikbug? Grafikbug! Scheiße, Junge! Also, wie gesagt, ja, wir werden wahrscheinlich diesen... Alter, das ist ja nur Grafikbug! Das ist doch kein normaler Bus! WTF! Na los, rein da! Hä?
Ist schon Pause? Ach nee. Und glücklich. Heute ist der Glückstag. Ach so, wegen dem Zauber, ja. Den Zauber, den ich nicht selbst... Ein neues Objekt. Ja, oh, ja, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Neues Objekt kaufen machen wir auf jeden Fall. Wie geht's ihm? Ja, gut, okay. Ja, geht doch. Da ein bisschen Schlaf und glücklich und so. Und was ist das denn hier? Ein übernatürliches Wesen treffen. Oh, nee, 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 nee. Heute nicht, heute nicht, heute nicht. Du bist selber ein übernatürliches Wesen, du Honk. Also, was hast du? Okay, bis um 14 Uhr müssen wir jetzt warten. Oder? Wann? Ja, bis 15 Uhr muss er arbeiten. Und dann müssen die beiden bis 19 Uhr jobben. Na, wuhu. Das wird ja richtig geil. Alter, stell dich mal vor, die kommen 19 Uhr nach Hause. What the fuck? Und dabei stinken sie auch noch. Was? Der geht doch nicht nach Hause? Wer geht denn denn? Ach, das geht auch erst um 16 Uhr. Los! Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal kurz nach Hause. Ja, ja. So, was? Was ist denn das hin? Reitet auf dem Besen? What the fuck? WT. Ich krieg's nicht hin, oder? Junge, was ist denn das für ein Scheiß hier? Alter, also mal kann ich hier nicht mehr mit dem... Krieg ich es noch hin? Ach so, ja gut, wenn man natürlich zu doof ist, ne? So. Der reitet auf dem Besen, ich glaub's nicht mehr. Junge, was ist das für ein Scheiß? What the fuck, Alter? Gut, als erstes machst du mal dein Bett. Und dann fällt mir auf, dass ich gar... Ups. Wisst ihr, was ich irgendwie vergessen habe? Das Bad. Ich habe vergessen, ein Bad zu bauen. Das ist schon ziemlich scheiße, würde ich sagen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob das geht, ob ich das... Oh, fuck. Scheiße. Die einfachste Dusche kostet viel zu viel. Fuck yeah. Alles klar, okay, gut, dann... Kannst du ja wenigstens mal die Hände waschen. Und das säubern. So, und du... Keine Ahnung. Mach Hausaufgaben. Ja, oder genau, räum auf. Ich weiß zwar nicht, was da noch steht, aber räum auf. Oh Gott, oh Gott. Wir brauchen Geld, Leute, wir brauchen Geld. Dringend. Hä? Jetzt geht's wieder schlecht, oder was? Oh Gott, wir sollten hart arbeiten. Nach Hause fahren, sehr gut. Bitte! Oh, ja, jetzt muss er zu seinem Minijob fahren, oder was? Ich glaub's noch. Oberschüler. Hausaufgaben? Er ist faul. Wie können wir ihn dazu bringen, seine Hausaufgaben zu machen? Durch Hausaufgaben, wie man eigenständig lernt, beziehungsweise Dinge... Ja, genau. Okay, und... Wie bringen wir sie jetzt dazu, die Hausaufgaben zu machen? Ein neues Bücherregal kaufen. Ja, vielleicht. What the fuck, was macht der denn da? Xer, was tust du da? Also im Alltag hat es mir besser gefallen. Ja, sehr schön. Ah ja, unzufrieden, weil es scheiße ist. Okay, recycle mal. Ein Trockner. Na, mit Sicherheit. Ich kaufe dir jetzt einen Trockner. Ja, eine Dusche würde ich ja schon ganz gern kaufen, aber wie denn? Mann. Oh, so, wasche erstmal die Hände. Dann säuberst du den ganzen Scheiß noch. Ja, dann kannst du das Ding eigentlich auch gleich recyceln, so. Ja, ist schon scheiße, wenn man kein Geld hat, ne?
Ja klar, er wäscht sich die Hände, während er noch seine Handschuhe anhat. Ich auch immer. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das extrem scheiße ist. So, wie lange geht das bis 19 Uhr? Alter, die müssen noch 3 Stunden arbeiten. Nein, ey, Junge. Ach, komm. So, jetzt recycle mal dein Zeichen. Dann machst du dein Bett. Dann bezahlst du am besten schon mal die Rechnung. Leute, wir haben kein Geld, Alter. Echt, wir haben kein Geld. Einen Moment. LOL. Achtet mal auf die Bezahlung, ja? Ja. Als Qualitätsprüfer, er verdient 30 Simoleons die Stunde. Für 3 Stunden, ja? Er verdient... Zugegeben, in 6 Stunden verdient ihr 22 pro Stunde. Ein Schüler ist besser bezahlt als ein Erwachsener. What the fuck? Das ist nicht normal. Lass mal gucken, wie viel ich denn... Ja, noch 50 Jahre schuften, dann Rente gehen. Ja, genau. Ja, genau. Gut, danke. Macht er Zähne putzen. Wow, da kam ein Pferd. Geile Sache. Komm, hart arbeiten, Junge. Hart arbeiten. Nicht Hände waschen, du putzt dir nochmal die Zähne und du das gleiche. Was? Ins Wellness Center gehen, mit Sicherheit. Für Trinkgeld eine Stuntshow vorführen. What the fuck? Naja, heute nicht. Ihr müsst jetzt erstmal ein bisschen Geld nach Hause bringen. Dann können wir auch über irgendwas anderes reden, aber erstmal bringen die Geld nach Hause. Alter, sag mal, wie lange putzt der da sich bitte schön die Zähne? Stunden später. Alter, hat er irgendwie noch was anderes zu tun oder so? Ich glaub's nicht. Der putzt sich da die Zähne und Robben. Trockner kaufen, Dusche kaufen. Ja, wir kaufen sowieso eine Dusche, ziemlich bald, also. Sobald die mal ein bisschen Geld haben. Ja, und sie haben in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sie haben etwas verdient, what the fuck. Yay. Gut, jetzt haben wir Geld, aber haben, glaube ich, nicht genug Geld für eine Dusche. Leck mich. Wir können uns nicht mal eine Wanne kaufen. Was ist das für eine Scheiße? Wir haben nicht mal eine Toilette. Leute, wir haben nicht einmal eine Toilette. Okay, wir gucken uns das ganz kurz an. Hygiene, okay. Wie sieht es mit dem Harndrang aus? Harndrang ist alles okay. Bei dir auch? Ja, bei ihm auch. Gut. Ach komm, hier. Los. Friss eins. Was? Ja, hat kaufen wir auch bald. Komm, hier. Du frisst jetzt einen Snack. Plasma-Orangensaft. So. Zähne putzen. Das können wir lassen. Du auch Zähne putzen, genau. So, und sobald du die Zähne geputzt hast, Rest essen. Herbstsalat. Du. Rest essen. Herbstsalat. Welch Wunder, ja. Na los, putz dich die Zähne. Schnell. 1, 2, 1, 2. Danach räumst du aber auch auf und danach gehst du pennen. Gang auf geht's! Hm?
So. Sobald du fertig gemampft hast, räumst du auf. Sag mal, what's up? Genau, dann räumst du auch auf. Und dann gehst du pennen. Gab es ab. Du auch. Baja. Nieb, nieb. Alles klar. Gut, soweit so gut. Jetzt haben wir das erstmal. Ins Wellnesscenter kann gehen, kann der vergessen. Für Trinkgeld, wo denn eigentlich? Ich glaube, das können wir nicht. Das geht nicht mehr ordentlich. So, Simulogie, nein. Hier, da. Komm, wir erst ein bisschen mit Magie spielen. Dann gehst du schlafen. Alles klar, soweit. Gut, reicht. Genug mit Magie gespielt. Mach hin, geh pennen. Okay, naja, das war jetzt... Okay, also der Tag ist jetzt, war jetzt nicht gerade der geilste, muss ich sagen, ne? Ja, aber okay, ja. Er stinkt immer noch. Sie stinken alle. Sie stinken alle. Alle drei miefen sie wie nicht gescheit. Wenn zu Ende gepennt, dann gehst du einen Snack essen. Du isst den Rest vom Herbstsalat. Du das gleiche. Und dann, ja. Ach ja, ach wie schön, dass niemand weiß, dass ich Rumpelheinz den Stiels. Also, Bilanz des ersten Tages. Würde ich mal sagen. Also wir haben 354 Simoleons jetzt insgesamt. Ist jetzt nicht gerade viel, muss ich sagen, ja. Aber okay. Ah, cool. Level 10 in der Medizinkarriere. Ich denke mal, das schafft er sogar, also. Ich denke mir, dass Xaver das sogar schaffen könnte. Ich meine, hier, bis der... Aha, okay, alles klar. Also bis der auch nur... sein Erwachsenenalter erreicht hat, da braucht es ja schon mal 428 Tage, ja. Ich denke mal, in der Zeit wird er es geschafft haben. Ein Buch kaufen, kannst du vergessen. Mit Magie spielen, kriegen wir hin. Oh, Alter, wie sie alle ihre Mief-Spuren hinter sich erziehen. Junge, Junge, Junge. What the fuck? Ah, rude, Tifalur! Ah, huh? Gongo! Ah. Eat, sa, huh? Kawati! Huh? Na, du, vielleicht gehst du mal was essen hier. Hopp, los, hopp. Komm. Oh, bist du dumm, ey. Bist so stumpf, du alter Heinz hier. Geh! Okay. Es gibt keine Reste mehr. Ach, keine Ahnung. Geh ein Müsli essen, mach einfach. Scheißegal. Junge, mach hin. Oh, und wie sie alle miefen, Alter. Oh. Ist das grauenhaft. Ach. So macht man das. Fuck. Hm.
Ich glaube, die werden alle ihre diese, ja Gott, ey, die haben alle ihre Hausaufgaben am Ende nicht gemacht. Alle. Alle. Ist das hier? Die Katze adoptieren. Das kannst du vergessen. Vampir treffen. Kannst du vergessen, Junge? Hausbesetzer Waschbecken putzen. Machen wir. Sag hier. Jetzt ein Buch kaufen. Das kannst du so klicken, Junge. Hart arbeiten. Na los. Wie wäre es, wenn wir den... Ja, vielleicht können wir damit ja jemanden... Nee, wir arbeiten heute hart, weil wir nämlich unsere... Weil wir nämlich die Hausaufgaben vergessen haben. Weil wir zu doof waren, um die Hausaufgaben zu machen. Ja, so kommt das, so geht das. Das ist ja... Hm? Ja? Manchmal ist es halt eben so. So, ach Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Es sieht schon wieder scheiße aus in diesem Haus. Ah, da steht ein Müsli rum. Zwei Betten sind nicht gemacht. Das Waschbecken ist mit Sicherheit auch wieder... Ja, genau, das Waschbecken ist... übel zugesifft. Es gibt nicht mal eine Dusche! Es gibt keine Dusche, es gibt kein Klo. What the fuck? What the fuck, what the fuck, what the fuck? Ah, ja. Ah, oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Und dann machen sie auch noch eine, dann machen sie auch noch dazu, ja? Ach Gott, oh Gott. Alter. Fähigkeit schreiben lernen. Ja, okay, das Bücherregal kann man eigentlich knicken, das ist Unsinn. Ein Fernseher. Sicher, wir kaufen jetzt einen Fernseher. Alter, den geht's mal so scheiße. Den geht's beiden mal so absolut abartig scheiße. Junge, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Mach die Hausaufgaben. Du... räumst erst auf und dann machst du dir auch die Hausaufgaben. Hart arbeiten, Junge. Hart arbeiten. Na, oh, schade aber auch. Oh Gott, Alter, die sind alle voll gestresst und voll am... Ja, klar, wir kaufen jetzt ein Trampolin. Ein Schaumbad nehmen geht nicht, Junge. Wir haben keine Badewanne. Wobei wir vielleicht das ändern sollten, dass wir keine Badewanne haben, meine ich jetzt so. Sobald er fertig gearbeitet hat, wie viel Geld bekommen wir? Wie viel Geld bekommen wir? Wir brauchen jedes bisschen Geld, was wir jetzt bekommen können. Na los, mach deine... Oh, er kann keine Hausaufgaben machen. Entspann dich, Alter. Kaufmodus, kommt schon, kommt schon. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, ihr wollt mir doch nicht... Ich wollte mir allen Ernstes erzählen, dass das zu wenig, dass wir zu wenig Geld haben. Scheiße, Junge. Hör auf, dich zu entspannen. Steh auf. Steh auf, fahr zur Arbeit. Alter, deren Laune ist gerade so scheiße. Von allen dreien. Alter, wie ist der vergangen? Wie die einfach mal nur kotzen könnten, alle. Ah, säuber den Scheiß, ey. Und dann... entspann dich. Entspann dich einfach, ja. Entspann dich, chill und so, ja. WTF. Na los, mach hin. So, jetzt entspannt er sich erstmal eine Runde. Dann geht's ihm wenigstens nicht so schlimm wie dem Rest. Der Rest... Alter, die sind so... Ach, die sind so abartig überarbeitet, Junge. Es geht gar nicht. WT. Und wie er mieft, ja. Oh. Oh, nein. Was machst du jetzt? Ach, der geht jetzt die Zähne putzen. Säuber es gleich erstmal. Und dann recycle den Scheiß. Und so.
Alter, nein, echt, ey. Ah, jetzt ist sogar mal Licht hier. Oh, wobei das bisschen in den Augen brennt. Oh, ne. Oh, so geht das schon wieder. Aber Feuer, das brannte ja in den Augen. So. Da würde ich sagen, es ist eigentlich fast schon spät. Also frisst deinen Orangensaft. Die haben immer noch nicht fertig gearbeitet, ja. Die haben beide noch nicht fertig gearbeitet. Macht die Hausaufgaben, Alter. Macht die Hausaufgaben. So. Nein. Ja. Sobald du fertig bist, räumst du auf. Dann gehst du einfach nur schlafen, ne? Einfach pennen gehen. Einfach pennen. Luke zu, dicht und... Ja. Also sonst sterben die mir ja fast. Das geht ja... Das ist... Ja, er stellt das Glas ab, um es dann wieder raus, um es dann wieder aufzunehmen und rauszutragen. Es ist so sinnlos. Aber egal, das ist jetzt. Oh Gott! Geht pennen. Ich glaube, das mit dem Hausaufgaben machen hat, könnt ihr erstmal vergessen. Ja, da wird gleich, Moment, wenn jetzt gleich ist, gleich haben sie hier Schluss. Jetzt kommt der Moment. Der große, der einzigartige, in dem wir eine Dusche bauen. So. Jetzt bricht der Streit aus. Wer duscht zuerst? Der zuerst zu Hause ist, der duscht zuerst. Und darf dann pennen gehen. So. Und, was meint ihr? Wer wird diesen Krieg ums Schlafen gehen gewinnen? Scheiße, aber egal. Also, ja. Das werdet ihr dann in der im nächsten Part sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Oder nein, falsch rum, Alter, das war jetzt total scheiße. Also wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn das so war, dann bewertet doch bitte das Video oder teilt es oder abonniert oder uns oder packt uns in die Favoritenliste oder in irgendeine andere Playlist und empfiehlt uns weiter und blub 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 blub. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt's in die Kommentare und ansonsten hätte ich nur noch einen Wunsch, nämlich, dass ihr ganz bald wieder einschaltet, hier bei Pimmyria, bei Lord Casimir. Bei Die Sims 3. Warum kann ich da nicht rein? Mann, ey.